Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ankh Nummer 1. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt in den Bazar rein. Die junge Dame kennen wir, sie war bei uns auch da. Rede mit Fatima. Behauptet, wichtige Dinge zu verkaufen. Nur hier, geheime Schatzkarten. Kafu-Tabs gemischt waren. Fatima. Im zweiten Teil gibt es ein Vögelchen, nämlich Fatimas Papagei. Und damit ärgere ich immer ein bisschen eigentlich meinen Vater seitdem. Keine Ahnung, aber es ist lustig. Guten Morgen, Asil. Nett, dass du mal vorbeischaust. Wow, was ist denn mit deiner Hand passiert? Das ist ja eine starke Tätowierung. Das ist gestern in der Pyramide gewesen. Ich weiß, was du diesen Sommer getan hast. Ist das geil. Also, es gibt ein... Oh, wie heißt denn der Film? Ich weiß, was du letztes... Ach, wie ging der Spruch? Ich weiß, was du letzte Nacht getan hast oder sowas. Hieß, glaube ich, der Film. Ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt. Scheiße. Aber ich kenne das Zitat. Deshalb nehme ich es jetzt. Ich weiß, was du diesen Sommer getan hast. Tja, da war schon einiges los gestern. Trotzdem, die Mädels werden auf dich fliegen. Nur eben nicht mehr sehr lange. Keine Sorge, mit so einem Fluch werde ich schon fertig. Genau, immer schön tapfer bleiben im Angesicht des Todes. Immerhin tröstet mich dein unendliches Mitgefühl. Jetzt jammer mal nicht so. Mein Großvater Al-Ukam, der Grabräuber, hat in seinem Leben angeblich knapp 27 Flüche abbekommen. Ach ja? Und wie erging es deinem Großvater so? Naja, er ist von der Palastmauer gesprungen. Mit seinem einen verbliebenen Bein. Vielleicht war es auch einfach nur ein Unfall. Schließlich war er ja schon erblindet. Erblindet? Aber der Blindheitsfluch hatte auch etwas Gutes. So musste er nicht andauernd seine schwarzen Pocken sehen. Kannst du mir helfen, den Fluch wieder loszuwerden? Dir helfen? Moment, das hieße, versuchen in den Palast zu gelangen, sich vermutlich mit dem Pharao anlegen und danach möglicherweise noch Streit mit den Göttern bekommen? Lass mich noch kurz überlegen. Nein, danke, bei aller Freundschaft. Außerdem kann ich hier sowieso nicht weg. Das Geschäft meines armen, kranken Vaters wäre ruiniert. Willst du vielleicht etwas kaufen? Was gibt's denn? Also, ich habe hier getrocknete Klapperschlangen aus Abu Simbel oder die tollen Kleopatra-Duschvorhangringe und ganz neu die Sphinx-Heckenschere. Kein Wunder, dass euer Laden pleite geht. Naja, die richtig guten Sachen habe ich dir jetzt mal nicht angeboten, wie zum Beispiel die Schatzkarte, denn du hast ja sowieso kein Geld. Eine Schatzkarte? Sie führt zum großen Schatz der Wüste. Aber leider ist sie so gut wie unverkäuflich. Warum? Weil sie so wertvoll ist, dass du mir einen ganzen Haufen Gold dafür geben müsstest. Dann behalt doch deine Karte. Ich werde auch so reich und mächtig werden. Ganz bestimmt. So, Abu Simbel. Das ist tatsächlich eine Stadt, aber es wird anders geschrieben bei uns. Und ich glaube, ich besorge uns als erstes noch was für ein Item. Sieht fast aus, als hätte die jemand hier vergessen. Sie ist wohl hier, um einzukaufen. Hallo, junger Mann. Kenne ich Sie? Ich bin dein lang verschollener Erbe. Guy Al-Brusher? Aber der ist doch zur See gefahren und nie wiedergekommen. Und keiner in meiner Familie würde mit einem Flaschenöffner um den Hals herumlaufen. Guy Al-Brusher. Woher kennen wir den Namen? Vom guten Guy Fresh Sweetwood, meine Leute, meine Freunde. Hallo, Junge. Darf ich ihn über die... Aber ich will doch gar nicht über die Straße gehen. Ich möchte nur ein bisschen einkaufen. So, jetzt nehme ich mir aber die Handtasche. Ja,
Dann musst du warten, bis du wieder runter musst. Kommen Sie ins neue Familienparadies Gizeh. So Leute, ich muss nebenbei auch noch meine Katze hindern, auf die Bootsfahrt mit dem gewissen Etwas. Nimm das Flusstaxi. Jetzt wissen wir wenigstens, wie wir aus Kairo hier rauskommen. Wir müssen wir so oder so mal rauskommen. Und Scheiße, ich habe hier einen Bug, weil ich komme nicht weiter. Ich komme hier nicht weiter, Leute. Weil hier schlägt immer meine Maus weg. Hey, du Lümmel, Finger weg von meiner Tasche! Asyl Umwelt, Sie verstoßen gegen die Tierschutzauflage. Asyl, Umweltamt. Sie verstoßen gegen die Tierschutzauflagen. Aber ich esse doch immer vegetarisch. Ich meine Ihre Tasche. Sie tragen totes Tier. Huch, ich habe ein Tier getötet, aber ich wollte doch nichts Böses tun. Geben Sie uns einfach Ihre Tasche ab und ich lasse Sie nochmal davonkommen. So ein Glück für mich. Hier, nehmen Sie meine Tasche. Und so schwatzt man alten Damen die Tasche ab. Das, Leute, das, meine Freunde, ist ein gelungener Schissen hier. Du musst es Ich komme hier einfach nicht weiter, Freunde. Ich würde sagen, was machen wir jetzt noch? Da ich hier nicht weiterkomme. Wartet mal kurz einen Moment, ich behebe das ganz cool. Leute, jetzt können wir wenigstens ein bisschen hin und her kommen. Weil es ist genau in diesem Fenster. Und ich ahne, was das ist. Das ist nämlich mein Fraps. Und ja, der blinde Schneider, Freunde. Der ist immer ein... Der ist der Klassiker in Asyl. Also Leute, besuchen wir, reden wir mal uns unseren... Ob er irgendwas sieht mit diesem Ding vor den Augen? Blinden Schneider, reden wir mal mit ihm. Oh, hallo, schönes Mädchen. Mal sehen, was ich für dich tun kann. Wie wäre es mit einem charmanten Sommerkleid? Oder vielleicht eher etwas Rustikaleres? Ich habe auch Unterwäsche vorrätig. Höschen, BHs, alle Größen. Ich habe sogar eine Umkleidekabine. Ein Teil, das perfekt zu dir passen würde, wäre... Halt! Was? Ich stehe mir auf ein BH. Ich bräuchte ein BH. Extra groß, bitte. Ich bräuchte ein BH, aber extra groß. Ach, wirklich? Oh, ich wünschte, ich hätte eine bessere Brille. Du solltest lieber einen Optiker besuchen, bevor was Schlimmes mit dir passiert. Gestern ist leider schon was passiert. Ich bin rübergegangen zum Obststand, um mir ein paar leckere Melonen zu kaufen. Und plötzlich, als ich die Melonen geprüft habe, naja, stellte sich heraus, dass es gar keine Melonen waren, sondern die, du weißt schon, der Marktfrau. Naja, wie auch immer, meine Wange hat noch Stunden wehgetan. Aua. Ich kann mir ungefähr vorstellen, was passiert ist. Also zum Lichtchecker, er ist zur Marktfrau gegangen und hat ihre Melonen. Er hat ihre Melonen überprüft. Und jetzt, ich sehe hier keinen Stoff. Ich sehe hier gar keine Kleidung, nur Stoff. Ja, mein Schneidergeschäft ist gerade in einer kleinen Krise. Entweder meine Talente als Schneider haben irgendwie nachgelassen oder die Schere ist Mist. Vielleicht bist du einfach gar kein Schneider. Jetzt hör mal, ich bin ein großartiger Schneider. Ich habe schon viele großartige Kleider für die Pharaonin geschneidert. Und sie mochte sie. Obwohl ich ihren Stil, ehrlich gesagt, etwas maskulin finde. Der Pharao ist keine Frau, du Blindfisch. Wie willst du das denn wissen? Hast du sie überprüft? So etwas hätte ich von dir wirklich nicht erwartet. Was ist denn jetzt, was ist denn jetzt mit der Schere? Also, um ehrlich zu sein, ich denke, sie ist stumpf. Jemand müsste sie mal wieder schleifen. Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Asyls nicht, sagt mein Vater. Wie schade. Du willst deinem alten, halbblinden Mann keinen Gefallen tun? Na gut, wir schneiden ihm die Schere. Naja, gut.
Das ist großartig. Hier ist die Schere. Ich bin zum Schleifen immer runter an den Nil gegangen, als ich noch etwas gesehen habe. So, Leute. Schere, Fenster, Schere, Licht, betrachte Schild. Letzte Krokodillederhandtasche leider verkauft. Wer weiß, was sich da drin im Laufe der Zeit angesammelt hat. Das Problem muss nicht mehr taufrisch. Die nehmen wir mal mit. Vielleicht haben wir mit der noch was vor. Stopp. Runter. Muss das Kasten. Riecht etwas faulig. Nächster Korb. Lieber nicht. Auf faules Obst bin ich nicht besonders scharf. Lieber nicht. Riecht etwas faulig. So, wir haben jetzt ein bisschen Obst. Also, wir waren jetzt auf... Bei Vulkan waren wir ja letzte Folge schon. Und hier wären wir jetzt beim... Hier gibt es Wein. Beim Weinhändler. Der Mann mit dem Wein. Der Weinmann, Weinverkäufer, um genau zu sein. Was kann ich für dich tun? Was gibt es hier? Was gibt es hier? Wein. Für 2 Silberstücke die Flasche. Ich will nicht weiter stören. Einen schönen Tag noch. Wein, 2 Silberstücke die Flasche. Die Preis ist ja nicht schlecht. Glauben? Es würde ihm nicht gefallen, wenn ich die vor seinen Augen stehle. Der süße Rohstoff des Weins. Und wir betreten so, jetzt den Marktplatz. Mitkommen! Was? Hey, lass mich los, du Gorilla! Hoho. Na sowas. Betrachte arabische Botschaft. Hast du das Spiel überhaupt gesehen? Ich bin in der zweiten Halbzeit eingeschlafen. In der Arena? Ein prunkvolles Gebäude, weißt du, aus dem Orient. Die Sklaven sitzen doch immer hinter dem Stadion. Und wie kannst du dann das Spiel so sehen? So, Leute, ich würde euch zwei... Al-Rahib sitzt gewöhnlich auf den Schultern seines Bruders, El-Mohab, und berichtet uns vom Spiel. Aber Al-Rahib habe ich das doch letzte Woche verkauft. Das sind der Sklavenhändler und... Wie kann der noch irgendwem irgendwas erzählen? Und der Sklave, ja, der... Ja, das war ja diesmal auch unser Problem. Diesmal haben wir nur zuhören können. Das heißt, und Fadis Akbar wollte diesmal auf El-Mohabs Schultern sitzen. Die zwei Warte reden... Mal. Über der Pharao hat doch Fadis Akbar die Zunge herausschneiden lassen, oder? Und die zwei reden über Fußballergebnisse. Wegen des Bananen. Tür ist verschlossen. Ich bin ein tiefes Wasser, immer noch kein Land im... Also das Kastanier. Ja, und das war das Problem. Bakir hat das Spiel bis zum Elfmeter kommentiert. Er ist immer zum Feld gelaufen. Und wurde zurückgebracht. So, Leute, wir speichern das erste Mal. Weil ich glaube, 2 Folgen reichen erst einmal. Ich speichere hier mal. Gelaufen und wurde zurückgebracht. Dann haben sie ihm die Ketten wieder angezogen. Au. 11 Meter, sagst du? Welche 11 Meter? Also Leute, von Fußballdiskussion und so lesen wir uns in der nächsten Folge an. Aber wir haben jetzt gespeichert. Das ist schön. Ja, das ist gut, das schön. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part, meine Freunde. Ich sage, mein Name ist Tiger the Jack. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie es weitergeht mit Ankh. Und ich sage, Wiederschauen, reingehauen und Servus!